Hallo meine lieben Zuschauer von Barbecue aus Rheinhessen. Ja, heute ist ein fantastischer Tag. Heute zieht er bei mir ein, der Weber Summit Charcoal. Und letztes Jahr hatte ich euch die Variante ohne Tisch auf Mallorca vorgestellt und inzwischen ist die Variante mit Tisch erschienen. Und letzten Endes auf die habe ich gewartet. Und ja, im stattlichen Preis von 2.500 € ist auch ein Aufbauservice mit inbegriffen. Und wer anders als zwei gute Freunde von mir könnten den aufbauen? Ihr seht es hier im Hintergrund. Tim und Sebastian von der Sauerländer Barbecue, Weberhändler unter anderem, bauen mir diesen Grill heute Abend auf und ja, das seht ihr in diesem Video. So, jetzt steht also der Kessel hier auf dem Tisch drauf und wie ihr sehen könnt, ist da unten eine Öffnung und die hat einen guten Grund, denn die ist für den Barbecue-Guru, also für diesen Adapter vom Barbecue-Guru. Ich finde es großartig, dass Weber über diesen Schatten gesprungen ist und das zugelassen hat, diese Vorrichtung einfach angebracht hat. Ihr müsst dafür dann eure Emaille nicht anbohren. Richtig, richtig gut. Und das ist das Außen, das ist das Innen. Der Durchlass, der Lüftungsdurchlass zeigt nach unten. Gucken, dass es eben mittig sitzt. Ne, das kann man so andrehen. Das kann man so andrehen. Mal gucken, dass wir nirgendwo links und rechts ein Loch haben. Ne, das passt. Ich meine, der Grill läuft stabil, aber so ist man auf jeden Fall für alle Eventualitäten gerüstet. Jetzt aber in den Tisch. Es ist vollbracht, da steht er, das gute Stück. Ja, und neben dem Aufbau und der Montage bzw. der Anlieferung ist in dem Paket, wenn ihr euch für so einen Grill entscheidet, auch immer noch eine kleine Einweisung drin. Und wir werden jetzt mal davon ausgehen, dass der Herr Rocho, der sich für diesen wunderbaren Summit Charcoal Grill entschieden hat, nicht grillen kann. Dementsprechend erklären wir, ihm den Grill, so wie jedem anderen auch. Und als allererstes Mal ist es so, es ist nicht einfach nur ein Kugelgrill, auch wenn viele Leute das glauben. Alleine wenn man sich dieses Rost hier mal anschaut aus Edelstahl, das ist wirklich verdammt gewaltig. Also wenn man das mal in live gesehen hat, wird man das feststellen. Das ist da ein Durchmesser von 61 cm, ist aus Edelstahl. Links und rechts lässt es sich wie bei Weber gewohnt hochklappen, um eventuell Kohle nachzulegen. In der Mitte das GBS. Umgerechnet sind das übrigens 25% mehr Grillfläche als bei einem normalen Weber Master Touch. Ja, diesen Grill zeichnet auch noch aus, dass er hier so einen lustigen Knopf hat. Und das ist kein Gasgrill, nein, das ist ein Kohlegrill. Aber dieser Grill hat ähnlich des Performers eine Gaszündung. Das heißt, der wird gezündet, die Kohlen glühen durch, das Rost liegt aber schon drin, das heißt, man braucht keinen Anzündkamin. Und der Grill ist aufgeheizt, beziehungsweise die Kohlen sind durchgeglüht und das Rost ist da auch schon fertig. Kohlen ist ein gutes Stichwort, weil bevor wir ihn zünden, ihr habt selbstverständlich auch im Lieferumfang, oder auch Sie, Herr Rocho, haben im Lieferumfang, das ist ein Traum, die Kohlekörbe von Weber, einige werden sie schon kennen von euch, die sind selbstverständlich dabei, die könnt ihr dann einfach im Inneren, das wird euch der Jörn aber denke ich mal noch irgendwann in so ein paar Folgen zeigen, oder vielleicht auch in dieser hier, könnt ihr das direkt da drüber, könnt ihr die Briketts einfüllen und könnt dann eben die Briketts oder Kohle direkt im Grill starten. Ja, und dieser Grill wird gestartet, indem man hier unten eine Gasflasche einschraubt. Das haben wir schon gemacht. Da ist ein Druckminderer mit integriertem Absperrhahn. Dieser ist auch schon auf. Und Herr Rocho, wenn Sie jetzt den Knopf zu sich hindrehen würden, müsste es einmal Fumm machen und es müsste angehen. Oh ja. Darauf zu achten ist, bei sehr kalten Temperaturen ist es so, dass diese kleinen Kartuschen gerne einfrieren. Das ist kein Mangel, sondern das ist ganz normal, ist dem Gas in Deutschland, welches in diesen Kartuschen drin ist, ist dem geschuldet. Ihr werdet das mit Sicherheit von Go Anywhere oder anderen Grills kennen, die mit so Kartuschen betrieben werden. Bei kälterem Wetter frieren die ein und dementsprechend ist es so, dass ihr das dann so in der Form nicht nutzen könnt. Aber, kleiner Insider-Tipp, ihr könnt so einen Erweiterungsschlauch kaufen
um den dann an einer Flasche zu montieren. Nur, damit ihr das mal gehört habt. Kann man, muss man aber nicht. Genau. Ich werde es machen bei meinem. Okay. ja, kommen wir mal zum Grillen. Dieser Grill hat jede Funktion, die auch ein normaler Master Touch hat. Aber wir haben eine kleine Besonderheit hier. Das Kohlerost ist in zwei Höhen verstellbar. Das hat euch der Jörn ja schon mal gezeigt in seinem Vorstellungsvideo von Mallorca. Und wenn der im unteren Bereich ist, hat man hier eine Deflektorplatte. Die schaut sie euch an, so sauber wird sie nie mehr sein. Richtig. So schlimm ist das gar nicht. Glaub es mir, meine ist auch noch recht sauber. Okay. Die kommt dann auf den oberen Ring vom Kohlerost. Das heißt, ihr habt eine indirekte Fläche. Und diese indirekte Fläche ist nicht wie beim Master Touch nur die in der Mitte, wenn rechts und links Kohle ist. Dadurch, dass das untere Kohlerost etwas kleiner ist als diese Deflektorplatte, habt ihr oben komplette 61 cm indirekt. Und da passt schon so manches Stück Pulled Pork oder auch Ribs oder ein Brisket drauf. Also ihr könnt da echt mega viel indirekt drauf garen. Auch noch, diese Deflektorplatte lässt sich auch wieder klappen, sodass ihr im laufenden Betrieb Briketts nachfüllen könnt. Und diese Schalen, diese Aluschalen, passen genau in die Mitte. Dann könnt ihr die da drauf geben, ein bisschen Wasser rein, das Water-Smoker-Prinzip im Grunde, und gleichzeitig läuft euch nicht die ganze Suppe hier auf diese Deflektorplatte drauf. Ja, der Jörn hat es gerade schon in der Hand. Genau, weil Ablagefläche nie genug sein kann, habe ich mir mal noch den Erweiterungsrost für den Charcoal Summit dazu gegönnt. Im Übrigen auch Edelstahl und, wie ich finde, preis-leistungsmäßig bei diesem Grill. Absolut keine Fehlinvestition. 34,99. Wir liegen bei 34,99. Es passt hier drauf. Könnt ihr selbstverständlich übrigens auch für andere Grills verwenden, also nicht nur für den Summit Charcoal. Und passt dann hier drauf und so könnt ihr halt eben eure Grillfläche nochmal erweitern. Kleiner Hinweis, auf das Rost oben passen, wenn ihr querlegt, drei ganze Nacken drauf ohne Probleme. Das heißt, ihr kriegt da schon so manches Kilo Pulled Pork drauf. Also sollte der Herr Rocho mal irgendwann sein erstes Pulled Pork probieren, wird er damit garantiert glücklich werden, weil er kann direkt eine ganze Kompanie versorgen. Vorteil auch nochmal hier zu einem Keramikgrill ist, Keramik, klar, Keramik speichert schön die Hitze, aber wenn sie mal die Hitze hat, gibt sie die so schnell nicht ab. Hier ist es so doppelwandig isoliert, das ist der Vorteil auch wieder zu einer Kugel, und ultra effektiv. Dadurch, dass man hier keine Keramik, keine offenporige Struktur hat, kann man reinschmeißen, sag ich mal, was man möchte. Es funktioniert mit Kohle, es funktioniert aber auch mit Briketts. Und ich sage, man braucht in diesem Grill nichts anderes außer Briketts. Ich habe schon mit diesen Original-Weber-Briketts und Deflektorplatte zum Ausbrennen mal 380 Grad geschafft. Wer braucht das? Eigentlich keiner. Ohne Deflektorplatte geht es jenseits von 450 Grad ohne Ende. Hier oben haben wir eine Dichtung drin, so eine Metalldichtung. Kennen einige vielleicht vom Backofen. Und das ist so, wenn ihr mal auf der Weber-Kugel geräuchert habt, dann stellt ihr fest, dass da auch hier am Rand ein bisschen was an Rauch austritt. Das passiert hier durch diese Dichtung eben nicht, sondern der Rauch sammelt sich wirklich im Grill und kommt nur hier oben am Lüfter wieder raus. Und da sind wir auch beim nächsten Thema, das Lüftungssystem, Herr Rocho. Ja. Wir haben die Möglichkeit, bei unserem Summit Charcoal, bei dem Grillcenter, wie auch bei dem normalen, verschiedene Lüftungspositionen halt einzustellen. Zum einen natürlich hier komplett offen, wenn ich ihn nach unten noch komplett offen mache, dann ist es so, ich habe maximalen Durchzug und kann den Grill innerhalb von kürzester Zeit auf eine maximale Temperatur bringen. Ist auch gerade, wenn ihr den anheizt, solltet ihr das immer offen lassen, damit ihr ein bisschen Durchzug habt und die Briketts eben durchglühen können. Dann könnt ihr ihn natürlich schließen und hier komplett nochmal justieren, um eben eine Feinjustierung zu machen. Das Ganze, wer die Weber-Kugel kennt, der weiß, hier unten über diesem Asche-Auffangsystem, da habt ihr nochmal die Möglichkeit, die Temperatur eben zu steuern. Und bei dem Summit Charcoal ist es so, dass wir hier nicht nur die Möglichkeit haben, den Grill auf bzw. zu oder halb aufzumachen, sondern vielleicht werden wir das gleich mal eben noch in der Nahaufnahme zeigen können. Da habt ihr neben diesen normalen Flügeln auch so kleine Löcher eingestanzt. Das ist die sogenannte Smoke-Funktion, sodass ihr eben unten diese kompletten Lüfter zu habt, diese Schlitze, aber eben nur noch diese kleinen Löcher übrig bleiben. Das sind eben die drei Optionen des Weber Summit Charcoal, aber ihr könnt wie gewohnt auch den Hebel komplett rumdrehen, um das Ganze eben sauber zu machen. Ich hoffe, wir konnten Ihre Fragen ein bisschen beantworten. Ja, wir sind aber auch noch hier und würden quasi beim ersten Grillvorgang Ihnen dabei helfen. Ich finde es gut, dass ihr mir dabei über die Schulter schauen wollt. Das ist wichtig, vollkommen in Ordnung. Wichtig für euch zu Hause, solltet ihr mal einen Händler haben. Also wie gesagt, dieser Grill muss zwingend aufgebaut werden. Es ist nicht erlaubt, dass euch ein Händler sagt, ja, den Summit, den habe ich da, nimm ihn mit.
Das funktioniert nicht, sondern dieser Grill muss ausgeliefert, aufgebaut werden. Wenn ihr einen guten Händler habt, so wie der Herr Rocho, weil er hatte Glück, dann kommt diese Gaskartusche und eben ein Sack Kohle direkt mit und der Händler zeigt euch halt direkt, wie und wo das Ganze funktioniert. Und dementsprechend würde ich sagen, ich glaube, der Herr Rocho hat sein erstes Grillgut, was er jemals machen möchte, hat er vorbereitet. Und dann werden wir ihm dabei ein wenig assistieren. Ich habe noch einen kleinen Hinweis. Wenn man das Grillrost rausnimmt, braucht man das nicht hier drauf nehmen, weil es kann ja schon mal sein, dass es dreckig ist. Hier an der Seite sind zwei Haken. Das zeigen wir noch eben. Genau, da kann man das Grillrost nehmen und einhängen. Klar, das Mittelteil würde immer rausfallen, aber man kann es nehmen. Klar, mit dem Griff nach vorne und dann hier einfach einhängen. Und dann ist das Ganze auch fixiert und ihr braucht auch nicht, womöglich das noch nicht ausgebrannte Rost hier oben drauf zu legen. Das sieht dann auf dem Edelstahl nicht so schön aus, wenn die Reste vom letzten Grillen da drauf liegen würden. So, genug geschnackt. Auf geht's. So, so sauber wie er jetzt ist, da muss ich erstmal wieder einen Dr. Becher wiederholen, bis er wieder so aussieht. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt mal an. Also, wir haben gesagt, wir wollen indirekt grillen. Das heißt also, fürs direkte Grillen würde der Kohlerost hier oben drauf kommen. Da würde man dann die Anzündkamine da oben drauf stellen. Jetzt wollen wir aber indirekt grillen. Also stellen wir uns den Rost da unten hin. Unsere Kohlekörbe. Hier ist halt der Zünder. Das sollte für die Erstbefeuerung reichen. Jetzt kommt neben dem Starten des Brennwagens das zweitschönste Geräusch der Welt. Pump! Ich liebe es. So, Zünder ist an, beziehungsweise Flammen sind an. Die werden quasi innen drin geteilt. Das ist letztendlich genau das gleiche wie das, was ich euch auf Mallorca schon gezeigt habe. Und ja, jetzt lassen wir die Kohlen durchglühen. Das geht relativ zügig. Wir können die Deflektorplatte, machen wir noch nicht drauf. Ne? Wir warten jetzt erstmal, wir lassen jetzt einfach erstmal laufen. Und sobald die Kohlen bereit sind, das dauert so 6-8 Minuten oder sowas. Und dann geht's los. So, 8 Minuten später. Kohlen sind durchgeglüht. Hier ist die Deflektorplatte und die setzen wir jetzt da oben drauf und dann machen wir den Grill zu. Den Grillrost können wir noch reintun, ne? Dann wird er schon mal warm, wird auch schick. Dann komplettieren wir jetzt den Grillrost noch. So, dann Deckel zu und oben auf. So, kurze Zeit später, Grill zeigt 230 Grad an, das ist mehr als wir brauchen. Letztendlich machen wir jetzt auf, ein bisschen Hitze verlieren wir. Aber ja, da würde ich sagen, weihen wir das gute Stück mal ein. So, nachdem wir jetzt die ganze Zeit immer nur über den Summit Charcoal Grill als solches gesprochen haben, geht es jetzt mal noch darum, warum habe ich jetzt gewartet auf dieses Summit Charcoal Grilling Center. Das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen natürlich für mich der Tisch ganz wichtig, damit ich da eben meine Zutaten ablegen kann, um euch sie dann in den Videos zu zeigen. Ablagefläche ist für mich durch nichts zu ersetzen, deswegen also die Variante mit Tisch. Dann haben wir hier vorne noch eine Schublade, da können Handschuhe rein, Thermometer und so weiter und so fort, dass sie immer in der Nähe sind. Hier unten haben wir so einen großen schwarzen Behälter, da könnt ihr einen kompletten Sack Kohle drin versenken. Das heißt also, wenn ihr Kohlen braucht, habt ihr die immer schnell da. Ist auch ein Deckel drauf, damit die Kohlen dann eben auch nicht feucht werden. Das finde ich ganz cool. Und was auch noch mit dazu kommt, durch den Tisch ist das Ganze nochmal eine ganze Ecke stabiler geworden. Ja, also der sitzt da wirklich drin, da wackelt nichts, das ist wunderbar. Ist eine richtig, richtig schöne Geschichte. Sieht einfach auch nochmal ein klein bisschen wuchtiger aus, aber gut, letzten Endes der Grill, der ist überragend mit der Ablagefläche, komplettiert das Ganze dann. Der Preis geht natürlich dementsprechend nochmal nach oben, aber ja, so ist das Ding für mich komplett und auch perfekt. So, da steht es also, mein Summit Charcoal Grilling Center, ein Grill gewordener Traum und in meinen Augen auch der beste Grill, den Weber jemals gebaut hat. Und dass dieser Traum für mich wahr geworden ist, das verdanke ich dir bzw. euch. Durch eure Klicks auf die Videos und über die Bestellungen in der Infobox konnte ich mir letzten Endes diesen Traum hier erfüllen. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, ihr könnt natürlich erwarten, dass da demnächst das ein oder andere Video mit dem Grill halt dann passieren wird. Natürlich werden die anderen Grills nach wie vor benutzt, also da braucht ihr keine Angst zu haben. Das wird weiterhin passieren. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mich bei euch bedanken, weil das ist ein absoluter Traum. Vielen lieben Dank dafür. So, da steht er nun also, der Weber Summit Charcoal Grilling Center.
Ein Traum von einem Grill, möchte ich meinen. Ja, also wir hoffen, Sie haben sich zufriedengestellt. Ja, absolut. Nein, also nein. Es war für uns ein Fest, dem Jörn das liefern zu dürfen. Gut, ich sage es, wie es ist. Wir waren eh hier, deswegen konnten wir das machen. Ansonsten ist es halt blöd. Dafür sollte man das auch ausliefern, dass man nicht in Hamburg einen Grill bestellen kann, der nach München geliefert wird. Beim Jörn macht man natürlich eine Ausnahme, das ist immer wieder gerne hier, vor allem wenn man verköstigt wird. So, gab ja was zu essen, dementsprechend hat sich der Weg für uns gelohnt, nicht nur, weil wir den Grill aufbauen, montieren und eine Rechnung stellen konnten, ja, genau, sondern auch, weil es eben schön ist, bei Freunden grillen zu dürfen. Außerdem sind wir so mal wieder in ein Video gekommen. Das ja, wunderbar. Nein, also wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid, dass ihr mir das Ding geliefert habt. Ja, ich habe lange drauf gewartet. Und ja, gut, jetzt werde ich gleich mal reingehen und eine kleine Rechnung anweisen. Der Grill, ich denke, das ist ein absoluter Exot, sage ich es mal einfach mal so. Ist einfach für ambitionierte Griller, beziehungsweise für Leute, die einfach mehr wollen, ist es ein Traum. Darf ich noch was dazu sagen? Immer. Also, ganz, ganz viele von euch auch, was ich so bei Facebook und so lese, dass immer, der Grill ist viel zu teuer und was will man damit und guckt euch den Grill wirklich mal im realen Leben an, packt den mal an, guckt mal wirklich, was der so kann. Weil ich sage mittlerweile, am Anfang habe ich auch gesagt, boah, ey, 2.500 und das ist zu teuer. Jetzt habe ich drauf gegrillt, habe Spaß daran. Das Ding ist einfach gut und ich sage mit dem ganzen Paket, was drumherum ist, weil, ich fasse das nochmal zusammen, Grill, Grillkurs, Montage, Anlieferung, kleine Einweisung und so weiter, das ist ja alles damit drin. Dafür sage ich, ist der Preis angemessen. Ja, ihr dürft das halt nicht vergleichen mit einem normalen Keramikgrill. Sucht euch einen Keramikgrill in der Größe mit dem Tisch aus und ihr werdet sehen, preislich sind wir da nicht ganz so weit entfernt. Es ist immer noch ein Haufen Geld. Ne? Das, ja, denke ich, so können wir absolut sagen. Aber wie gesagt, das ist auch kein Grill für jemanden, der zweimal im Jahr grillt, sondern zum Beispiel für Leute wie mich genau das Richtige. Nein, also, ja, der Gute ist also hiermit eingeweiht, eingezogen, hervorragend eingewiesen durch diese beiden Fachgriller. Nein, also freut euch auf viele Videos mit dem Grill. Natürlich wird es auch weiterhin Grills mit der normalen Kugel geben und auch mein Brennwagen wird demnächst mal wieder durchs Bild rollen. Nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, wie immer gerne ein Däumchen nach oben, freuen den Kommentar. Abonnieren könnt ihr den Kanal da oben irgendwo. Würde mich sehr freuen. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen und Tim und Sebastian von der Sauerländer Barbecue. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.